Dieses Spiel. Warum kann ich jetzt keinen Fisch kochen? Wo ist meine Pfanne? So gut, dass ich diese verdammte Pfanne genommen habe. So, jetzt tu die Pfanne, die Fische da rein und das da rein und jetzt komm. Brennen, genau. Verstehe ich nicht. Also vielleicht, weil es regnet, aber Pfanne sauer offen. Sehr komisch. Da quäle ich mich schon ab. Bestimmt 5 Minuten meines Lebens, die ich niemals wiederbekommen werde. Um doofe Fische zu fangen. Und dann kann ich sie nicht mal braten. Ich hoffe mal, hier klappt das. Oh, und die schmeiß einfach mal so rein zum Testen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn das nichts wird. Währenddessen können wir hier das machen. Das machen. Weil die Zeit nicht ganz verschwendet ist. Nom nom. Ein Guckfisch. Also ja, er macht wirklich nur eins davon zur Zeit. Wir waren auf eine Haxe runter. Komm, gib mir einen Apfel. Wo ist mein Crook? Wo ist mein Crook? Wo ist mein Crook? Wo ist mein Crook? Da ist mein Crook. Wir sind noch bei 2 Haxen, ist alles gut. Komm schon. Eine Made, sehr gut. Mehr Maden. Wir könnten auch so eine von den Maden nutzen, um die Bäume zu infizieren, damit überall alles weiß wird und dann noch mehr Maden rauskommen. Aber das dauert. Und ich weiß nicht, wie sehr sich das rentiert. Weil dafür kommen halt keine Äpfel mehr raus und keine Setzlinge. Und das ist schon wieder der nächste Baum, der nichts bringt. Immer noch 2 Haxen, 1,5 Haxen. Ja, weil wir halt arbeiten. Das mag unser Magen nicht, wenn wir arbeiten. Aber wir haben jetzt hier ein paar Fische fertig, richtig? Ein Fisch. Komm her. Nom nom. Sehr gut. So, dich setzen. Wir bauen jetzt auf Apfelkraft. Wir denken positiv an einen Apfel. Wir werden Äpfel bekommen, wenn es das Letzte ist, was wir tun. Weil es wird das Letzte sein, was wir tun, weil wir sonst sterben. Ich werde das so zu schätzen wissen, wenn wir später Automatismen haben für das Essen. Oder eine ganz normale Farm. Warte mal. Wir haben jetzt schon ein bisschen dort hier rumliegen. Wie viel dort haben wir? 5. Haben wir Samen? Ja, ne? Wir haben Grassamen. Grassamen bringen uns eben mal gar nichts. Melonsamen und Kottensamen. Warum habe ich bloß Kotten genommen und nicht Karotten? Melonsamen. Wo ist unser Farmgebiet? Hier war unser Farmgebiet. Ein... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da ist die Mitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es ist nicht die Mitte. Gib mir die Lobax wieder. Ja. Ich will jetzt nicht einfach wüst irgendwo das Ding hinbauen. Und ich weiß, ich bin gerade am Verhungern. Aber Optik ist wichtig. So. Da. Da ist die Mitte dieser Plattform. Und unsere Farm werden 9x9 Felder sein. Weil es gibt eine Bewässerungsanlage und die ist für 9x9 Felder ausgerichtet. So. Nee, gar nicht. 5x5 war es, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5. Passt ja. Das heißt, hier wäre die Mitte davon. Gott. Gucken wir, ob das so aufgeht. Wir brauchen gleich noch eine Hake. Ding, 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 ding. So. Eine Hake können wir ganz normal herstellen. Da brauchen wir kein Tinkers Construct-Gedöns für. Also machen so. Ja, natürlich kein Cobblestone auf Vorrat.
du dahin. Deswegen kriechen wir jetzt hungernderweise Richtung Cobblestone Generator. Ah, Fisch, 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 Fisch. So. 3,5. Das ist krass, wie wir auf keinen grünen Zweig kommen. Aber ja, die Farm oder was auch immer das gleich darstellen wird, könnte das Ganze gleich beheben. Wir können alternativ über eine Nacht auch mal das Licht ausmachen und Skelette töten. Ich weiß nur nicht, ob das so eine gute Idee ist. So, 12, 14 Cobblestone. Wofür brauchte ich das Cobblestone? Ah, genau, für die Hacke. Oder Hake, da. So, so. Wasser. Nächstes Problem. Haben wir Eisen? Nein. Cobblestone da rein, Sticks da rein. Der Furnace ist kaputt. Da brennt gar nichts mehr. Ah, wie... Da war ein doofer Wurm drin. Deswegen ging das nicht. Ich denke mir schon, warum passt da kein Fisch mehr rein? Warum kocht er nichts? Das ganze Ding ist verbuggt. Und dabei war es einfach nur so ein kleiner doofer Wurm, den ich nicht gesehen habe. Gut, wir brauchen Mixing Bowl. Das Ding da, das braucht nur Holz und Sticks. So. Keine verdammten Sticks mehr. So. Holz. Mixing Bowl. Und das andere war Bakeware. Damit kriegen wir jetzt eine Quest erfüllt, die uns Eisen gibt. Und mit dem Eisen mache ich eine Bucket und mit dem Bucket transportieren wir das Wasser rüber. Bakeware. Glas oder Brick? Brick ist einfach nur Clay. Also brauchen wir Dust. Einfach hättet ihr uns das nicht machen können, ne? Okay, wir machen jetzt Sand. Aus dem Sand machen wir das. Das Dust schmeißen wir hinten in die Eimer, kriegen Clay. Mit dem Clay brennen wir uns Ziegel. Mit den gebrannten Ziegeln machen wir uns die Bakeware. Damit gehen wir die Quest ab, bekommen Metall. Und mit dem Metall machen wir uns einen Eimer. Und mit dem Eimer machen wir uns die Farm. Okay, okay, warum nicht? Hops. 1, 2, 3. So, wir haben genug Lehm. Da, Lehmblöcke natürlich, die wir erst noch zerkloppen müssen. So, wir brauchen 8. Ja, 8 Clay. Passt, sehr gut. Wozu ich den Smoothstone jetzt brauche, solltet ihr mich besser nicht fragen. Ich habe keine Ahnung. Tun wir mal da rein. Die Schere können wir mal aufbrauchen. Und weiter unsere Theorie testen, ob der Äpfel dabei rauskommt oder nicht. Schaut soweit aber nicht aus. Nö. Okay. Aber ganz viel Leaves für Dirt-Produktion. Flop, 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 flop. Flop, 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 flop. Sehr schön. Das braucht noch ein bisschen. Und hier die Eimer. Wir brauchen jetzt... Oder die Barrels. Wir brauchen die Barrels jetzt nicht mehr zum Wasser füllen, weil wir haben eine unendliche Wasserquelle und wir haben gleich im Idealfall einen Eimer. Dadurch können wir die Barrels immer von Hand mit Wasser füllen. Das heißt, wir müssen nicht mehr auf den Regen warten. Da sind die Barrels. Ich hätte die Barrels jetzt ganz gerne wo? Eher in der Mitte, wo ja nach und nach alles hin umverlagert werden soll. Hier. Okay, machen wir hier 3 Barrels. Hier noch 2 Barrels und dann reicht das auch erstmal. So viel Biomasse haben wir jetzt ja doch noch nicht, dass wir durchgehend 5 immer betreiben können. So. Also ja, jetzt gerade, aber langfristig halt nicht. Die Briquettes sind hoffentlich fertig. Bricks da. Wir hätten gerne euch. Dann hätten wir gerne die Bakeware. Dann hätten wir gerne das Questbuch.
Hell's Kitchen, Cooking Channel. Wir müssen 10 Apfelsaft abgeben, um an das Eisen zu kommen. Das ist jetzt nicht nett. Das ist absolut nicht nett. Aber wir brauchen Essen, Questbuch. Wir verhungern, Questbuch. Und wenn wir verhungern, hast du niemanden mehr, den du triezen kannst. Du, dahin. Brauchen viel mehr Bäume. Die Pfanne können wir jetzt auch mal abbauen. Ich kann mal gucken, wie es funktioniert mit der Pfanne jetzt. Einfach so, okay. Pen of Destiny, Main Hunt. War irgendwo noch ein Wurm bei, oder? Nee, ich sehe keinen Wurm. Können keine Heuschrecken verwursteln da drin. Grassamen. Melonen. Wir machen jetzt einfach aus dem Clay ein Clay Bucket. Für Wasser ist es ja auch vollkommen okay. Wir lassen uns nicht unterkriegen von der doofen Quest. Du, da. Und ich habe gerade einen Wurm rumhopsen sehen. Oder sind sie schon wahr? Ah, da ist er. Warnvorstellung. So. Clay Bucket. Okay, gib ihm. Ihr kommt auch gleich mit. Du und du. Warum auch immer je nach. Hey! Ah, da bist du. Ah, wir haben keinen Platz. So. Wir hätten gerne Wasser. Schon haben wir noch 2 Haxen. Dann hätten wir gerne. Nicht runterfallen, Dirt, nicht runter. Ach, gut. So. Das da ist jetzt eine Todesfalle. Wenn man da reinfällt, ist man tot, außer man kommt ganz schnell wieder raus. Melonensamen. Können wir noch nicht raufpacken, weil wir noch keine Hacke benutzt haben. So. Hack, 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 hack. Die Melone braucht um sich herum Platz für ihre Ableger, wenn ich mich recht erinnere. Deswegen brauchen wir jetzt mehr Dirt hier und weniger Holz. So. Gucken wir mal. Du, da. Du, du, du. So. Bone Meal. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte. Ganz. Was? Wie jetzt? Wir können ja nicht weiter hochpushen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wohl einfach nur warten, bis die Melone so weit ist, Ableger zu machen in die Richtung hier irgendwo. Und dann müssen wir die Ableger pushen. Karotte. Ich hätte die Karotte nehmen sollen, verdammt. Also wir können jetzt Dirtblöcke einfach sieben, bis wir Karottensamen bekommen. Ich glaube, das mache ich sogar. Oh, erstmal können wir einen Crook benutzen, um hoffentlich einen Apfel. Gib mir nur einen Apfel. Aber wenn wir keinen Apfel hiervon bekommen, dann machen wir das. Wir stellen einfach ganz viel Dirt her mit den ganzen Leaves, die wir haben. Sieben dann das Dirt. Nicht wegen den Steinen wie bisher, sondern für Samen. Und der Creeper da oben sieht dann gemütlich aus. Und wenn wir Glück haben und wir kriegen Karottensamen aus dem Sieben von dem Dirt raus, dann pflanzen wir einfach Karotten an und pushen das mit Bomi hoch. Da bräuchten wir, glaube ich, zwei oder drei Bomi für einmal Karotten. Und da kommen 4 raus. Das würde mal die Hälfte des Hungerbalkens einfach so hochpushen. Das wäre schon richtig schick. Und wir haben keinen einzigen verdammten Apfel bekommen. Und wir sind jetzt schon irre langsam. Wir kriechen nur so voran. Komm, Apfel. Abbauen dauert auch viel länger, weil wir haben hier Slowness und Weakness und Mining Fatigue und was weiß ich. Komm, Apfel. Sind gleich auf dem halben runter. Krupp bricht.
Komm schon, Regen, wo bist du? Oder Thunderstorm? Noch mehr Setzlinge. Ein verdammter Apfel. Kein Apfel. Melone? Keine Melone. Angeln. Halbe Haxe, wir sind gleich tot. Und ich werde sterben, wenn ich aus dem Ding raus... Grashüpfer, komm her. Oh, warte, mach erstmal ganz viel. So, Grashüpfer ist... Ah, es geht, es geht, es geht. Oh, und das Hungerding, es hält nicht an. Ah, sehr schön, komm. Ganz, 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 ganz viele Grashüpfer. Nom, 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 nom. Mehr, 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 mehr. Grashüpfer. Goodie. Das wusste ich nicht. Ich habe mich immer davor geekelt, Grashüpfer zu essen. Was ist jetzt los? Gift. Genau deswegen habe ich mich davor geekelt, Grashüpfer zu essen, huh? Aber es ist sehr gut machbar. Also ja, man kriegt einen Hunger-Debuff und ja, man kriegt Gift, wie wir gerade gesehen haben. Aber es funktioniert. Vor allem haben wir durch die Scheren ja doch sehr viele Leaves gehabt. Und wir haben auch gerade sehr viele Leaves verballert. Aber in solcher Notsituation wie jetzt eben gerade, klappt das. Und reicht das. Oh, sehr schön. Okay. Wir bauen weiter Bäume an und hoffen auf Äpfel. Und dann kommen wir uns gleich mit dem Rest. Das war wieder viel zu knapp. Und die Situation war auch gemein. Wir hatten noch eine halbe Haxe. Wäre ich in das Ding reingesprungen, in den Pool da hinten, um zu fischen, und wir hätten einen Fisch bekommen, und ich werde freudestrahlend rausgehüpft aus dem Becken, um das Ding zu braten, wäre ich gestorben. Das wäre einfach nur asozial gewesen vor dem Spiel. Oh Gott. Also, wir wissen, im Notfall können wir die Grashüpfer essen, auch wenn wir davon jetzt nicht mehr so viele haben. Und wir haben auch keine Leaves mehr, um das schnell mal wieder zu reproduzieren. Das heißt, wir müssten jetzt entweder an Eisen rankommen, was ja doch ein bisschen schwierig war. Oder wir hoffen jetzt auf Karottensamen. Deswegen nugle ich das hier mal ganz kurz durch. Sugarcane Seeds. Was ist das da hinten? Sind das Birkenpollen? Ich mag keine Birkenpollen, ich bin Allergiker. Birch Seeds, ja. Melon Seeds, Sugarcane Seeds, Birch Seeds. Ja, und 17 Steine. Nee, dann brauchen wir ein bisschen mehr. So, die hier können wir hier... Oh, und unsere McHackington ist kaputt. Flint? Fragezeichen? Flint, Ausrufezeichen. Ein Flint. Aber wir hatten noch mehr in den anderen Kisten hinten, das ist okay. Und es fängt jetzt schon an, unübersichtlich zu werden mit den Kisten. Das wird noch viel schlimmer später, bin ich mir ziemlich sicher. Aber da werden wir schon dran arbeiten. Wir werden jetzt in den nächsten Folgen erst mal versuchen, das hinzubekommen mit der Essensproduktion, dass es einigermaßen klappt. Deswegen hoffe ich ja auf Karotten als Samen. Und dann sollten wir schleunigst an dem Turm weiterbauen, damit wir regelmäßig Knochen bekommen für Bone Meal. So. Um dann die Karottensamen hochzupuschen. Melone! Komm her. Sploing. 4 Stück Melone. Wie viel bringst du? Bestimmt eine halbe Haxe, hä? Hey, jo. Oh, nom 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 nom. Sehr schön. Und die nächste Melone. Und das Setup hier ist absolut nicht ideal. Und voll. Ja! Erstmal verzehren wir total freudestrahlend Heuschrecken. Jetzt haben wir schon Melonen. Ich will nicht wissen, wie unser Char abgeht, wenn er mal ein Steak isst. Oder ein Burger. Ich glaube, der platzt instant vor Freude. Oh Mann. Also ja, wir bauen die Farm definitiv weiter aus. Wir versuchen mit dem bisschen Dirt, was denn über ist,
dass wir hier regelmäßig rausbekommen sollten, die Samen zu bekommen für Karotten, damit wir Karotten anbauen können. Dann bauen wir an dem Mob-Spawner da weiter, dass wir ihn wenigstens passiv nutzen können, also ohne Wasserbetrieb erstmal, um am Knochen zu kommen, und dann gucken wir weiter. Dann können wir uns darum kümmern, das mit dem Zerschlagen richtig zu machen, mit dieser Metallquest. Das wäre dann... Das machen wir später. Die Metallquest, die ich meine, ist hier. Dust in the Wind. Da müssten wir jetzt Sand sieben, bis wir viermal diese Sandklumpen haben, daraus einen Sandblock machen. Und danach kommt garantiert auch noch Dust. Wo wir dann nochmal Dust sieben müssen. Ist aber machbar. Das gehen wir dann später an. Wenn wir das geschafft haben. Gut, gut. Also Mobspawner, Farm ausbauen, nicht verhungern, die mittlere Plattform vielleicht auch mal fertig machen. Die ist nicht so wirklich wichtig, weil momentan reicht der Platz hier, aber es wäre schon schön, wenn wir das hier ein bisschen besser strukturieren können. Und die Kisten beschriften und all sowas. Oh ja, ich bin froh, erstmal nicht verhungert zu sein. Bis gleich.